Erstens finde ich hier alles nicht das, was ich suche. Wieso, was suchst du denn? Was willst du machen? Ich suche Burger Spice. Hast du schon im Gewürzregal geguckt? Oh, was ist das denn? Hamburg Gunpowder, das ginge. Komm, wir nehmen Gunpowder. Das ist lecker. Oh, hat auch eine leichte Schärfe. Hui. Ich zeig mal, was für einen Burger ich machen will. Den Burger hier. Doppelt Beef. Wir haben, glaube ich, noch nie. Haben wir schon jemals einen Burger mit Doppelt Beef bei uns auf dem Kanal gehabt, Alex? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vor 4 Jahren oder so mal ein Big Mac, ja. Der war aber, da haben wir so einen kleinen Mini-Big Mac gemacht. Mhm. Ja, hier ist eine herzhafte Barbecue-Soße drauf, eine würzige. Haben wir auch da, unsere Burger-Rip-Sauce. Mayo habe ich auch da. Burger-Brötchen, ich denke, ja. Können wir machen, was sagst du, was für ein Grill? Holzkohle, Gas? Ich finde, ganz ehrlich, ich würd den auf Holzkohle machen. Ja, BK ist ja auch eigentlich so. Deswegen. Holzkohle, ne? Ja. Lass uns den Kamado-Feuer. Ab geht's. Sollen wir das Patty so grillen, dass es von der Flamme geküsst wird oder auf der Plansche ohne Fett? Das muss von der Flamme geküsst werden. Dann muss ich noch mal ein bisschen umbauen noch, ja. Cool, dann brauchen wir gar keinen Deflektor, ne? Ne, wir brauchen original keinen Deflektor. Was hältst du davon, wenn wir auf einer Seite auf Gussrost grillen, auf der anderen Seite auf Gussgrille? Oh ja. Dann ist Flamekist und ja, perfekt, das ist gut. Ach, das Ding hier ist sowas von genial. Das ist Holzkohle. Alter, was ist das denn? Ein halber Baumstamm. Was ich hier im Hintergrund mache, seht ihr übrigens auf der Sizzle Crew. Einschalten und abonnieren, nicht vergessen. Der Feuer machen kann, der wird überleben. Der kriegt was zu essen. Und guck dir das an, ich kann das ohne Feuerzeug in Streichhölzer. Le Gus Röst. Schrub ich gleich noch einmal rüber und dann können wir eigentlich schon starten, ne? Dann können wir schon Grillinger machen. Und damit, moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen einen Burger. Ja, es ist noch morgens, es ist jetzt 10 Uhr. Also sehr früh für mich. Ich habe auch noch einen Pulli an, mir ist tierisch warm gerade, weil um 9 war es noch kühler. Jetzt ist es mega warm und ich schwitze wie eine Ochse. Ach, ich suche dauernd was zum Sauermachen, brauche ich nicht. Aber macht nichts, ich habe darunter kein schönes Shirt, deswegen lasse ich den Pulli jetzt an. So und nicht anders. So, und auf jeden Fall machen wir einen Burger und zwar ein Double Steakhouse. Der Double Steakhouse ist ein Burger vom Burgerkönig und lebt von Doppelt Beef, einer würzigen Barbecue-Soße, ein bisschen Mayonnaise, die hatte ich vorhin auch schon mal hier, habe ich im Kühlschrank, egal. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Doppelt Beef, viel Käse und Bacon. Und ich glaube, ich fange an, die Patties zu machen. Danach kommt der Bacon auf den Grill. Aber erstmal brauchen wir Hackfleisch. Ich habe hier Rinderhack genommen. Das ist diesmal, ja, ihr kennt das von uns. Oftmals machen wir grob gewolftes Hackfleisch. In dem Fall habe ich so ein mittelfeines, mittelgrobes, wie auch immer ihr das wollt, nennen wollt, gewolftes Hackfleisch. Ja, am Ende ist das Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen dieses ganz grobe, wie wir es gerne machen, gar nicht, weil das noch sehr viel Textur hat. Es gibt Leute, die nehmen nur ganz feines. Wir mögen eigentlich alles. Heute gibt es noch so ein mittelgrobes. Das ist, denke ich, in Ordnung. Und ich habe eben lange gesucht. Ich habe wirklich lange gesucht. Ich wollte eigentlich das Burger Spice nutzen. Burger Spice ist aber gerade vergriffen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht. Und dann bin ich auf diesen Schatz gestoßen bei uns im Regal. Hamburg Gunpowder. Und Hamburg Gunpowder ist auch ein richtig leckerer Allround-Rub, kann man sagen, mit Paprika drin und ein bisschen Schärfe. Passt super zu allem, was mit Barbecue zu tun hat und auch zum Burger. Und wer sowas mal kaufen möchte oder was anderes sucht von Ankerkraut, es gibt wie fast immer eine Aktion. Guckt mal bei uns in der Infobox, da findet ihr einen Code und alle weiteren Infos. Dann könnt ihr bei Ankerkraut bestellen. Und damit werde ich jetzt erstmal mein Hackfleisch ordentlich würzen. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass man beim Durchkneten von so Hackfleisch für einen Burger nicht allzu doll knetet, sondern eher, ja, locker da durchgeht. Ich will gar nicht so viel Bindung wie bei so einer Frikadelle. Ich will das eher so ein bisschen fluffiger haben, das Ganze. Aber natürlich möchte ich auch irgendwie mein Gewürz reinkriegen. Also immer darauf achten, wer zu doll knetet, der macht eine Frikadelle. Und wer zu locker knetet, der hat am Ende irgendwo so eine Stelle gewürzt. Und der Rest ist ungewürzt. Ist auch doof. Sieht gut aus, ne? Okay, ich hab 400 Gramm Hackfleisch geholt. Und ich möchte daraus eigentlich 4 Patties machen. Jetzt muss ich erstmal natürlich gucken, dass ich mir das von der Menge halbwegs sinnvoll aufteile. Ah, ich würde sagen, so sollte das funktionieren.
Und ich forme meine Patties von Hand. Ihr könnt auch eine Burgerpresse nehmen, wenn ihr eine Burgerpresse habt und sagt, das geht gar nicht von Hand formen, musst du mit einer Presse machen, dann macht das. Ich persönlich bin so ein klassischer Handformer hier. Ich drücke die gerne mit der Hand, knete die noch ein bisschen, massiere die und so. Jetzt kommt wie immer unser toller Trick. Bisschen Backpapier oder Metzgerpapier, was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Oder dieses Butterbrotpapier, hatte ich früher immer. Legt die da drauf, weil dann kriegt ihr die gleich besser auf den Grill. Ungefähr 20% Fettanteil in den Burger Patties bzw. im Rinderhack. Das macht einen saftigen Burger. Wem das zu fettig ist, 15% ist auch gut, aber runter würde ich nicht gehen, dann wird der Burger schnell trocken. Vor allem, er soll ja Flamekissed werden, ne? Genau. Dann ist halt mehr Fett auch gut. Ja, dann haben wir auf jeden Fall mehr Fettbrand, dann kriegst du auch mehr Flamekissed hin. So, wie steht fest? Alter, mir ist warm, ne? Ja, selbst mir ist warm, ich hab nur ein T-Shirt. Ja, ich hab einen 250 Grad heißen Grill im Nacken noch. Aber ich hab da drunter so einen weißen Lappen. Geht nicht. Selbstverständlich brauchen wir für einen Double Steakhouse Burger mit doppelt Beef und doppelt oder vierfach Käse, mal gucken, brauchen wir auch mindestens dreifach Bacon. Deswegen habe ich pro Burger 3 Streifen Bacon. Und die werde ich jetzt erstmal grillen. Und zwar, vielleicht auch nochmal spannend, wir werden das natürlich auf Holzkohle machen, denn ist klar, so ein schöner Burger, der Flamekissed sein soll, das geht mit Holzkohle natürlich am besten. Ich habe hier unseren Kamado und den habe ich wie folgt vorbereitet. Ich habe hier eine Griddle, eine Gussplatte und auf der anderen Seite hier habe ich einen Gusseisenrost. Ich arbeite also nur mit Guss, wird schön heiß, gibt schöne Röstaromen und darunter durchgängig eine direkte Zone, also keine Fleckt oder ähnliches. Geht theoretisch auch mit einem klassischen Flachgrill ohne Deckel und Bacon, da braucht man kein Fett auf eine Griddle machen, der Bacon ist fett genug, den lassen wir jetzt schön aus. Und rösten uns den hier schön an. Boah, der Bacon sieht schon gut aus. Also ich habe folgenden Plan. Ich wollte eigentlich die Zwiebeln im Baconfett noch ein bisschen anrösten. Ich glaube, das Baconfett wird auf der großen Platte nicht reichen. Deswegen habe ich hier noch so einen Schwung Öl. Das machen wir auf jeden Fall gleich, wenn der Bacon fertig ist. Zwiebeln anrösten. Parallel dazu grill ich auf dem Rost die Burger Patties Flamekissed. Wir rösten auch nochmal unsere Burger Buns übrigens. Vielleicht erkennt ihr die. Das sind die leckeren Brioche Buns mit Sesam drauf von Baker Bun. Findet ihr auch alle Infos in der Infobox, nach wie vor unsere Lieblingsbrötchen. Die rösten wir noch kurz an, machen Tomate fertig und so und belegen gleich gemeinsam den Burger und ich glaube, der wird richtig lecker. Die Burger sind fertig und ich sag's euch, wie es ist, dass der klassische Burger, wo man gar nicht weiß, wie man den essen soll, weil er so hoch geworden ist. Ich glaube, ein Trick ist es, die Patties noch dünner zu drücken und vielleicht ein bisschen anzufrosten vorher, damit die nicht so aufgehen und sich ganz stark zusammenziehen. Aber am Ende soll es mir egal sein, ich krieg den irgendwie gegessen. Und Alex, ich hab's dir versprochen, ich esse nur einen halben. Ich halbiere mir mal diesen Burger hier. Guckt euch das mal an, meine Herren. Ja, sieht für mich nach einem ganz potenten Burger aus. Der trieft hier schön. Alter. Doppelt Beef, doppelt Käse, dreifach Bacon. Also hier ist alles drauf. Schöner Blattsalat, so ein Feldsalat. Ist nicht Feldsalat. Wie heißt das? Standkopfsalat dran. Also ein schöner Salat, auf jeden Fall kein Eisbergsalat. Und ich habe die Ehre, ich beiße mal rein. Aber ich kenne ja den Original gar nicht. Alex, machst du vielleicht dir einen schnappen und dann mal gleich beurteilen, ob der ähnlich schmeckt wie der Original und wesentlich besser. Leute. Ich bin sehr gespannt. Aber eins kann ich euch sagen, mir schmeckt er fantastisch. Ob der ähnlich wie das Original schmeckt, wird Alex euch sagen. Was ich aber noch sagen möchte ist, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, der Flamekissed Double Beef Dreifach Bacon Doppel Cheeseburger,
Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, vor allen Dingen, wenn euch das hier gefällt. Alter. Und? Mm. Na, ist erstmal. Schreibt mal in die Kommentare euren Lieblingsburger, dann machen wir den vielleicht auch mal demnächst nach. Und ansonsten, ihr dürft uns gerne abonnieren und so weiter. So, Ali, ich sitze hier dran. Oh, ist der geil. Gut. Also, er schmeckt ähnlich. Sehr ähnlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, was die, ich weiß nicht, was die für Soßen nehmen. Ne? Wir nehmen hier unsere Burger Rib Sauce, ist klar. Oh, der ist echt gut. Also, ich finde, der schmeckt auf jeden Fall sogar noch ein Stückchen geiler. Oh. Aber hat viele Röster. Man muss Röster rum mögen, weil das ist klar, wenn du so Flame Kiss machst, der hat viele Röster rum. Ich auch. Mm. Mm.